Ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, wegen der Sache am Samstag, meldet eure Demos selbst an. Das ist so einfach und das macht so einen Spaß und das ist halt schön, wenn man wirklich für etwas auf die Straße geht, sich einfach guckt, so, wogegen bin ich mal gewesen, was hat irgendwie in mir oder was ist hier verursacht worden, dass ich mich gegen irgendwas aufgebracht habe und wie kann ich eine Alternative schaffen und für das Ganze auf die Straße gehen. So. Das macht echt verdammt Spaß und es ist mega einfach. Die Polizei hilft einem dabei. Die Polizisten waren genial am Samstag, muss ich sagen. Der hat auch am Ende gesagt, so, wenn sie das wieder machen, dann gerne. So, da bin ich gerne wieder dabei. Ist natürlich für ihn auch mal ein schöner Job. Nicht nur irgendwie Leuten beim Steine schmeißen dazu oder versuchen davon abzuhalten, so, sondern echt, meldet eure Demos selber an, der Verantwortung gerecht werden. Wir kommen hier schon raus aus diesem System, wenn wir das langsam aushungern und gar nicht mehr so teilnehmen. Also es macht echt Spaß. Hallo, ich bin Thomas und ich möchte mit euch über Geld reden, und zwar über den Dollar. Kasachstan hat vor ein paar Tagen beschlossen, aus dem Dollarhandel auszusteigen. Der Grund: Angst vor... Ach so, ja. Kasachstan ist vor ein paar Tagen aus dem Dollarhandel ausgestiegen. Und zwar aus Angst vor... wie heißt das, was Russland gekriegt hat? Oh Mann, bin ich nervös. Was hat Russland gekriegt? Sanktionen. Sanktionen, genau. Angst vor Sanktionen. Jetzt sind immer mehr Länder dabei, aus Angst vor Sanktionen aus dem Dollarhandel auszusteigen. Man sagt, die Sanktionen helfen oder die schaden der USA nicht. Aber das ist so, dass wenn der Handel in Dollar stattfindet, alle Staaten gezwungen sind, Staatsanleihen in US-Dollar zu kaufen. Denn USA druckt jeden Tag 500 Millionen US-Dollar. Das heißt, normalerweise müsste der Dollarkurs ins Bodenlose fallen. Das würde aber den Welthandel insgesamt sehr beeinträchtigen, weil je tiefer der Dollar fällt, desto weniger kriegen wir für unsere Exporte. Das heißt, die Zentralbanken jedes Landes auf der Welt kaufen Staatsanleihen, US-Dollar-Staatsanleihen. Jetzt ist auch noch beschlossen worden, dass die EZB 60 Milliarden Euro verteilt jeden Monat. Das heißt, sie kaufen Anleihen auf gegen gedrucktes Geld. Was ist mit dem Kurs passiert, Euro-Dollar? Gar nichts. Der hat sich nicht verändert. Das heißt, der Dollar sackt, aber wir steuern dagegen, indem wir 60 Milliarden Euro pro Monat in den Markt werfen. Das Ganze kann nur noch eine Zeit lang gut gehen, weil in den letzten 10 Jahren oder so sind sehr viele Fremdwährungen in die USA gegangen. Und die USA ist jetzt dabei, alle Währungen zu drücken, indem diese Fremdwährungen auf den Markt gedrückt werden. Das ist genau die Aggression gegen Russland oder die Russland macht. Russland hat vor ein paar Jahren eine eigene Rohstoffbörse eröffnet. Das heißt, Russland handelt Öl gegen Rubel, gegen Renminbi und gegen andere Währungen. Das gleiche hat der Irak auch versucht, aber der Irak ist vernichtet worden. Danke. Dankeschön. Ja, danke. Finde ich immer wieder interessant, wenn hier über Geld gesprochen wird. Finde ich auch sehr gut. Charlie? So, und? Hier, das Mikro. Mikro. Liebe Leute, eine Frage an euch. Wollt ihr
Schmierentheater. Ja. Wollt ihr totales Schmierentheater? Ja. Leute, schaut euch um. Es ist bereits hier. Nun werde ich nächste Woche, wenn alles gut geht, am Montag hier eine kleine Fluxusvorstellung machen mit dem Titel Schmierentheater. Ihr seid alle eingeladen und bringt vielleicht noch ein paar Blumentöpfe mit blühenden Blumen mit, damit die Bühne ein bisschen geschmückt wird. Ja, hoffentlich haben wir morgen am nächsten Montag keinen Schneesturm. Also, bis dann. Dankeschön. Danke. Ja, ja.